Kann man den Whisky Julep besser machen? Oder einen Whisky Sour? Ich finde nicht. Aber was ist, wenn man beide kombiniert? Dann wird daraus ein verdammt leckerer, unfassbar süffiger Drink. Einer meiner Lieblingscocktails. Wir machen jetzt den Bourbon Smash. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und die Bezeichnung Smash ist wohl schon Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Man liest häufig, es sei eine vereinfachte Zubereitungsform oder er gebe einen bezüglich der Menge gekürzten Julep. So richtig nachvollziehen kann ich das nicht, denn auch wenn die Zubereitungsart anders ist, sie ist nicht weniger aufwendig und vor allem das Ergebnis ist auch nicht kürzer, man hat also nicht weniger Drink im Glas als bei einem Julep. Vielleicht auch wegen dieser unklaren Abgrenzung spielte die Kategorie der Smashes, anders als beispielsweise die Punches, lange keine große Rolle unter den Cocktails. Heute sind Smashes durch moderne Klassiker wie den Antica Torino Smash von Mario Zilz oder Jörg Meyers Gin Basil Smash wieder in aller Munde. Den Torino Smash in einer alkoholfreien Variante und den Basil Smash, eins meiner ersten Videos, da bitte ich um Nachsicht, verlinke ich euch jetzt nacheinander hier oben. Erstmals in einem Barbuch tauchten die Smashes ohne Fruchtsaft schon in Jerry Thomas Bartenders Guide, ich meine in der Ausgabe 1887 auf. Jerry Thomas ist es auch, der einen Julep mit Frucht aufführt, was unseren heutigen Smashes zumindest nahe kommt. Die ursprüngliche Variante war aber dennoch eher ein Julep mit einem Dash Zitrussaft. Die New Yorker Bar-Legende Dale DeGroff hat daraus in den 1990ern in der Bar The Rainbow Room in Manhattan einen Clash aus Sour und Julep gemacht, also Whisky, Minze, einen größeren Anteil Zitronensaft mit etwas Zucker vermischt. Ja, und was da rausgekommen ist, ja, das ist die gefährlich süffige Mischung, die ich anfangs beschrieben habe. Zubereitet wird das Ganze im Shaker, womit es sich dann vom Julep unterscheidet. Wir brauchen zunächst die kleinere Seite und wir brauchen am Anfang Minze. Da habe ich hier meinen Minz-Safe und ja, ich würde mal sagen, wir brauchen so 10 bis 15 Blätter. Das hier sind 4. Zählen wir das mal als 5. 6, 7, 8. 12, 14, es sind schon 15, ganz ehrlich, ich mag es immer ein bisschen minziger, also kommen noch ein paar Blätter dazu, jetzt dürften wir so um die 20 haben. Dazu kommt jetzt Zuckersirup, davon brauchen wir 2,5 CL. Und jetzt brauchen wir eine Zitrone, so mittelgroß, sollte Bio-Qualität sein. Davon schneiden wir die Ecken ab. Da ist immer dieses Weiße drin, Mesokarp im Deutschen, Piff im Englischen. Das ist bitter, das wollen wir nicht im Drink haben. Und jetzt vierteln wir unsere Zitrone und auch hier drin schneiden wir diese weißen Teile von der Zitrone weg, damit die uns den Drink nicht bitter machen. Ganz schön viele Kerne hat die Gute. Mal das Schönste, das optisch Schönste Viertel, das heben wir uns auf. Das wird nachher Teil unserer Garnitur. Die Kerne kann man noch mal so ein bisschen rauskratzen. Wenn das aber nachher strainen, ist das nicht ganz so schlimm. So, und jetzt halbieren wir die Stücke noch mal und geben die auf die Minze. Die Reihenfolge ist wichtig, denn ja, wir werden jetzt mit dem Stößel die Zitronen zerdrücken auf der Minze. Dadurch wird auch die Minze zerdrückt, aber sie wird nicht total zerstört. Und ja, das verhindert, dass die Minze am Ende bitter wird. Und gleichzeitig ist es
vom Vorgehen aber wichtig, dass wir die ganze Zitrone nehmen und nicht etwa nur den Saft, denn wir wollen jetzt auch die Öle aus der Schale pressen, weil wir diese Aromatik einfach nachher im Drink brauchen. Und da wirklich gut und nicht zu vorsichtig. Die Zitronen sollten wirklich komplett ausgepresst sein, sodass wir den kompletten Saft hier auch im Shaker haben. So, das hier können wir schon mal weglegen. Und jetzt schnappen wir uns unseren Bourbon. Ich habe hier einen Maker's Mark 101 Proof, also 50,5% Alkohol. Davon nehmen wir 6 cl. Ich empfehle für den Drink einen 100 oder 101 Proof Bourbon, einfach damit er sich noch ordentlich durchsetzt. So, jetzt kommt Eis in unseren Shaker. Ich habe Eis vorgecrackt. Ich habe hier einen großen Eiswürfel, einfach damit wir eine gute Durchmischung kriegen. Das war jetzt ein Fehler, der hätte eigentlich in die Unterseite des Shakers gehört. Passiert manchmal. Und dann habe ich hier, könnt ihr das sehen? Ja. Dann habe ich hier gecracktes Eis, also kein Crushed Eis, nicht zu fein, sondern ihr nehmt einen großen Eiswürfel, nehmt den Muddler, habt ihr bei mir schon oft gesehen, und crackt das Eis. Und davon gehen wir jetzt so ein Teufelchen, mehr nicht, in den Shaker. Das brauchen wir für eine gewisse Verwässerung im Drink. So, dann geben wir unsere Zutaten drauf. Wir verschließen den Shaker und das Ganze kriegt jetzt ungefähr 15 Sekunden. So, ich würde sagen, das reicht. Jetzt schnappen wir uns unser Double Old Fashioned Glas und auch das wird jetzt mit unseren Eisbröckchen gefüllt. Schauen wir mal, ob das reicht. Nachgeben kann man immer noch. Ja, und weil wir eine kleine Präsentation hier bei dem Drink wollen, nehmen wir unseren Hawthorne und einen Fine Strainer und den Drink auf unser Eis ab. Der Fine Strainer fängt unsere Minzstückchen auf, der Hawthorne die Eisstücke. So, und wie schon gesagt, ein bisschen, ich glaube, ich habe dann wirklich etwas voll gemacht, ein paar Zitronenstückchen noch als Deko rein. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Minze, deshalb steht auch unser Safe noch hier. Muss immer schauen, dass er Minzstängel findet, die oben wirklich schönes Bouquet haben, viele Blätter, schön dicht. Bin ich hier mit der Minze ehrlich gesagt so semi-glücklich, aber es wird gehen. Dann schlagen wir die Minze in der Hand an, dass die ätherischen Öle rauskommen, und geben das Minzzweigchen ins leider überlaufende Glas. Naja, was soll's, schmecken wird er trotzdem. Hier für euch der Whisky Smash. Ja, Whisky Smash, Bourbon Smash, heute ist es eindeutig ein Bourbon Smash. Den wir im Bourbon verwendet. Ihr könnt aber auch einen Single Malt Whisky, einen Scotch Whisky, einen Rye verwenden. Da gibt dann nochmal eine ganz besondere würzige Aromatik. Ich möchte jetzt mal probieren. Jetzt passt auch die Füllmenge. Also erstmal, man hat ganz toll die Minze, die Minzöle in der Nase. Super schön an die frische Zitrone. Der Kick vom Bourbon, tolles süße Säurebalance. Und man schmeckt, also man schmeckt den Alkohol, aber man merkt nicht, wie viel es ist. So muss man es vielleicht sagen. Und das macht den Drink so gefährlich. Er ist super süffig, er ist super erfrischend. Er hat eine herbe Note, die ich in Drinks einfach sehr, sehr gerne mag. Er ist nicht zu süß. Trinke ich unheimlich gern im Sommer. Und ja, wie gesagt, einer meiner Lieblingsdrinks, kann ich euch absolut empfehlen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert.
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im Abspann zu diesem Video verlinke ich euch noch unsere Sour Cocktails und auch die Bourbon Playlist. Könnt ihr da mal reinschauen. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Ciao.